eines natürlichen Todes im hohen Alter verstorben ist. Müssen mal schauen, ob ich irgendwo das Video wieder mir anschauen kann. Ja, das ist dann halt auch schon ein bisschen was her. Ja. Ja. Nee. Alter. Alter, Ezio! Das ist doch irgendwo hier. Ach, hier. Oder? Ach, hier. Habe ein bisschen Umweg gemacht. Habt ihr etwas gefunden? Das nicht. Keine Papiere, nichts. Das gibt's doch nicht. Etwas muss an den Gemälden sein. Denkt nach. Ich habe nachgedacht. Diese Gemälde sagen mir gar nichts. Salai, hat Leonardo seine Forschungen nicht verschlüsselt? Er schreibt manchmal rückwärts. Ezio, er hat auch Tinten hergestellt, darunter auch eine unsichtbare. Aber unsichtbare Tinte kann man doch nicht sehen. Oder doch? Ezio, benutzt eure Gabe! Davon wisst ihr also auch? Und das wäre uns nicht vorher schon aufgefallen, als wir das mit dem Adlerblick finden mussten, die Gemälde? Ja, na, okay. Da Vincis Geheimcode. Leonardo versteckte Zeichnungen zusammen, um den Eingang zu den Katakomben mit dem Tempel der Pythagoria zu finden. Volle Synchronität, den Eingang zu den Katakomben in weniger als 5 Minuten finden. Ja, subi. Hinweise. Das sind Zeichnungen auf den Bildern. Wir hatten recht. Hier ist noch eine. Ich mach das jetzt vor allem durch das Gehör, ne? Da. Dieses wurde vollständig abgesucht. Zwei Hinweise. Mit diesem seid ihr fertig, wie ich sehe. Zwei. Hier ist eine Zeichnung. In diesem waren auch zwei versteckt. Da ist eine Zeichnung.
alle gefunden. Könnte noch klappen mit den 5 Minuten oder 500 Sekunden. Ich habe eine. Das war jetzt einfach. Ich habe 2 gefunden. Ich habe alle Bilder gefunden. Sie scheinen sich zu ergänzen. Dann zeichnet sie ab. Bringt mir Papier und Feder. Ist das eine Karte? Zeigt mir den Eingang. Ich muss die Teile erst richtig anordnen. Wartet. Was ist mit den verbrannten Gemälden? Vielleicht werden die fehlenden Teile nicht gebraucht. Würdet ihr darauf wetten? Nein. Ja. Kann man drehen? Was ist denn Position 1? Okay. Nord. Also wahrscheinlich hier. Nein. Könnte sein. Aber wenn das eher noch so ist. Genau, dann passt das. Das passt so. Ja. Das passt nicht so. Also irgendwo wahrscheinlich so. Eingang zu den Katakomben. Geht. Bringt ihn mir zurück. Halte durch, alter Freund. Ich komme. Hundertprozentig, yeah. Gerade noch geschafft. Gut. Und wo liegt das jetzt auf der Karte? Dass ich da so mal hier vorne, ne? Dann ab zu unserem alten Freund. Mal durchrennen. Wenn wir bei einer Bank vorbeikommen, würde ich nicht nein sagen. Aber ich denke jetzt mal hier draußen eher Ezio. Ich wollte zwischendurch nicht rein. Jo. Irgendwo hier in der Gegend. Ach ja. Ah, das ist doch so ein Romulus-Tempel.
wieder 8 Minuten. Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verliehen. Ja, supi, ne? Die Katakomben betreten, um Leonardo zu finden und von seinen Entführern zu befreien. Sah mir schon das erste Dings zu verlieren. Zuerst Kistchen. Das sah irgendwie gerade so aus von der Seite her, als würde da die Hälfte der Grafik fehlen. Ja. Sag mir, wo der Eingang ist. Wie naiv. Zu glauben, du strebst nach Wissen, so wie ich. Was haben wir von Wissen, das wir nicht anwenden? Wir haben die Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Eine, in der wir frei sind, unser eigenes Schicksal zu schmieden. Und was, wenn ich lieber kein Teil deiner Vision wäre? Das wäre dumm. Siehst du es nicht? Wir vernichten die Unwissenheit, befreien die Menschen von ihren Standesgrenzen und Königreichen, von ihren tierischen Gefühlen. Jedermann wird die Wahrheit erkennen können. Mich hier im Dunkeln zu verprügeln, wird das Volk Italiens erleuchten. Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr können wir die Köpfe und Herzen der Menschen öffnen und sie mit Wissen füllen. Wie der Herr, so ist geschärft. Das ist der hermetische Reich. Zusammen verwandeln wir die Menschen. Ich hasse die Kamera. Weißt du denn nicht, wo er ist? Wie könnt ihr nicht? Du kennst die Wünsche. Ich dachte, ein versteckten Eingang zu finden, müsste dir leicht sein. Wo ist er? Gerade. Ich habe genug von deiner Sturheit. Mein Körper spürt den Schmerz. Doch meinen Verstand erreicht er damit nicht. Beeindruckend. Tut es nochmal. Nochmal. Ach, armer Leonardo. Halt! Ezio Auditore! Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt, römischer Ignoranz ein Ende setztet, überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuläuten. Soll ich unseren Freund mit Tritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution ohne euch statt. Ucciderlo! Stoppt ihn! Ora! Leonardo, ich muss es wissen! Alter! Bitte, für die Zukunft der Menschheit! Sag es mir! Uns läuft die Zeit davon! Ah!
Ich versuche mich nicht von hinten ergreifen zu lassen. Los! Stoppt ihn! Wie einfältig. Haltet euch fern von mir, Assassino! Ihr? Ein Assassine? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese verlorenen, verfeindeten Reiche. Ich hätte ihr Leiden beendet. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Komm, verschwinden wir von hier. Das geht nicht, Ezio. Nicht ohne den letzten Raum des Tempels zu erreichen. Du bist verletzt. Das wird schon. Wenn diese Zahl noch intakt ist, riskieren wir, dass ein anderer Narr sie findet. Nimm die Fackel. Ich werde vorgehen. Zum Glück konnte ich Massimo mit den Bildern hinhalten. Das hat sie massiv zurückgeworfen. Es ist immer noch kein Dings verloren gegangen, was ich eigentlich überrascht bin. Leonardo. Nach Pythagoras bewegt sich die Seele durch Spalten in der Erde, wie ein Lichtstrahl. Sie entzündet Feuer, und Feuer steht für Wissen. Aha. Ja, ich sehe jetzt, was ich gar nicht gern sehe. Möglichkeiten, um Herzen zu verlieren. Nun komme ich wieder hier hoch. Du hast es fast geschafft. Du hast leicht reden. Ja, das kann man locker sagen, wenn man das nicht machen muss. Also. Musste jetzt zuerst mich ein wenig umsehen, wie das ungefähr funktionieren könnte. Aber zum Glück keine Zeitlimite. Ja. Ja, bisschen runter, noch mehr, bisschen runter.
So, entzünde das Feuer. Wir müssen weiter. Ja, aber ich darf kein Herzchen verlieren. Ich schätze, Salai verschleudert mit Freuden meine schwer verdienten Florin. Er ist sicher zu Hause. Das beruhigt mich. Wegen des Geldes natürlich. Du musst mir nichts vormachen. Salai passt zu dir. Du hast meinen Segen. Leonardo da Vinci findet keine Worte. Eine Premiere. Also was ich weiß, man hat Nachfahren der Mona Lisa, also die gemalt wurde, gefunden, tatsächlich. Aber gab es Nachfahren von Leonardo da Vinci? Der Raum ist etwas dunkel. Pythagoreer glaubten, die Kräfte der Natur ließen sich auf Zahlen reduzieren. Die Mathematik könnte die Natur bändigen und den Menschen erlauben, ihre Kräfte zu nutzen. Sagen wir es mal so, die Mathematik gibt uns die Möglichkeit, es in erster Linie mal zu verstehen. Zu nutzen ist die Herausforderung von vielen, vielen weiteren Sachen, die bis jetzt noch nicht wirklich hingekommen sind. Jetzt muss ich schauen. Kommen hier rauf. Okay, nein. Wie machen wir das? Also, es zeigt ja irgendwo hier was an, ne? Nein. Das war knapp. Irgendwie nach oben, ne? Und da geht's nicht. Also das heißt... Okay. Ich lasse das mal. Es muss... hierauf... Okay. Komme ich wieder hier hoch. Okay. Und jetzt rüber, ne? Nein, nein! Alter! Ezio?
jetzt rüber. Nein! Ah! Das ist blöd. Ich hasse das, wenn ich S drücke, dann möchte ich ja zum Rücken, also Rückenrichtung gehen. Ah, das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer wieder sage, so, ich hasse die Steuerung. Gehabt. Ein letzter Raum, dann sind wir im Zentrum. Oh, also eigentlich würde ich gerne mal sehen, so wirklich so eine Mechanik, Funk, also wirklich richtig am Funktionieren. Das wäre wahrscheinlich das Geilste, weil das einfach so oh, das geht wirklich. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, so Videospieldesigner, die können natürlich vieles machen ohne das.